Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir einen Tannenbaum und ihr könnt es auch, wenn ihr möchtet, zweifarbig häkeln. Das Video dazu verlinke ich euch in der Infobox. Und ansonsten braucht ihr nur eine Häkelnadel und die Wolle eurer Wahl. Und dann fangen wir auch direkt an. Wir fangen wie immer in der ersten Reihe an. Mit 30 Luftmaschen. Wir legen uns den Faden um die Häkelnadel, drehen es, ziehen einmal durch und ziehen fest. Und jetzt häkeln wir 30 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 und 30. Das war unsere erste Reihe mit 30 Luftmaschen. Und ab jetzt häkeln wir mit festen Maschen. Und das muss jetzt auch immer in jeder Reihe 29 ergeben. Wir stechen hier direkt in die nächste rein. Holen den Faden von hinten nach vorne raus. Holen den Faden und ziehen durch beide durch. Das ist unsere feste Masche. Und so häkeln wir jetzt nur noch. Und die zweite Reihe ziehen wir auch mit, damit alles richtig läuft. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 und 29. Das heißt, alles richtig. Und wir machen ab jetzt auch am Ende jeder Reihe immer eine Wendeluftmasche. Also egal welche Reihe, immer am Ende. Und das war jetzt die zweite Reihe. Und in der dritten Reihe beginnen wir jetzt mit den Noppen. Und die Reihe wird sich auch wiederholen. Das erkläre ich dann am Ende der Reihe. Wir fangen an mit 13 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13. Dann kommt unsere erste Noppe. In der Beschreibung unter dem Video habe ich auch das Video verlinkt, wie man eine Noppe häkelt, ganz ausführlich. Also, falls du noch keine Noppe häkeln kannst, dann kannst du da gerne einmal vorbeischauen. So, das ist unsere erste Noppe. Jetzt häkeln wir eine feste Masche. Und direkt die zweite Noppe.
und noch 13 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13. Wende Luftmasche, drehen das Ganze. Das sind unsere ersten zwei Noppen. So sehen die aus. Und jetzt häkeln wir in Reihe 4 29 feste Maschen. In Reihe 5 identisch wie die dritte, also diese zwei Noppen. In Reihe 6 wieder 29 feste Maschen. In Reihe 7 auch wieder diese zwei Noppen. In Reihe 8 29 feste Maschen und dann fangen wir zusammen in Reihe 9 wieder an. Also immer abwechselnd jetzt bis zur Reihe 9 und da machen wir gemeinsam wieder andere Noppen. Wir sind jetzt am Ende der achten Reihe angekommen und fangen jetzt an in Reihe 9. Wir beginnen mit 9 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9, die erste Noppe, eine feste Masche. Die zweite Noppe, eine feste Masche, die dritte Noppe. Eine feste Masche, die vierte Noppe, eine feste Masche. Die fünfte Noppe, eine feste Masche.
Und die sechste Noppe. Jetzt häkeln wir noch 9 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. So sieht es bis jetzt aus und jetzt häkeln wir 29 feste Maschen. In Reihe 11 fangen wir an mit 7 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7, die erste Noppe. Eine feste Masche, die zweite Noppe, eine feste Masche. Die dritte Noppe, eine feste Masche, die vierte Noppe. Eine feste Masche, die fünfte Noppe, eine feste Masche, die sechste Noppe. Eine feste Masche, die siebte Noppe, nochmal eine feste Masche und die achte und die letzte Noppe für diese Reihe. Und noch 7 feste Maschen. 1,
2, 3, 4, 5, 6 und 7. Wir drehen das Ganze und häkeln 29 feste Maschen. In Reihe 13 fangen wir an mit 5 festen Maschen und das ist auch die Reihe mit den meisten Noppen. 1, 2, 3, 4 und 5, die erste Noppe. Eine feste Masche, die zweite Noppe, eine feste Masche, die dritte Noppe. Eine feste Masche, die vierte Noppe, eine feste Masche, die fünfte Noppe. Eine feste Masche, die sechste Noppe, eine feste Masche, die siebte Noppe. Eine feste Masche, die achte Noppe, eine feste Masche, die neunte und die vorletzte Noppe für die Reihe. Nochmal eine feste Masche und die zehnte und die letzte Noppe hier. Noch 5 feste Maschen.
Eins, zwei, drei, vier und fünf. So sieht es aus. Und jetzt häkeln wir 29 feste Maschen. In Reihe 15 fangen wir an mit 7 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Die erste Noppe. Eine feste Masche, die zweite Noppe, eine feste Masche, die dritte Noppe. Eine feste Masche, die vierte Noppe, eine feste Masche, die fünfte Noppe. Eine feste Masche, die sechste Noppe, eine feste Masche, die siebte Noppe. Eine feste Masche und die achte und die letzte Noppe in dieser Reihe. Und 7 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Wir drehen das Ganze und häkeln 29 feste Maschen. In Reihe 17 fangen wir an mit 9 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6
7, 8 und 9, die erste Noppe. Eine feste Masche, die zweite Noppe, eine feste Masche, die dritte Noppe. Eine feste Masche, die vierte Noppe, eine feste Masche, die fünfte Noppe. Eine feste Masche und die sechste. Neun feste Maschen. Eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und neun. Wir drehen das Ganze und häkeln wieder 29 feste Maschen. In Reihe 19 fangen wir an mit 7 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Die erste Noppe. Eine feste Masche, die zweite Noppe, eine feste Masche, die dritte Noppe. Eine feste Masche, die vierte Noppe,
eine feste Masche, die fünfte Noppe, eine feste Masche, die sechste Noppe, eine feste Masche, die siebte Noppe, nochmal eine feste Masche und die achte Noppe. Noch sieben feste Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben. Jetzt häkeln wir in Reihe 20 wieder 29 feste Maschen. In Reihe 21 fangen wir an mit 9 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9, die erste Noppe. Eine feste Masche, die zweite Noppe, eine feste Masche, die dritte Noppe, eine feste Masche, die vierte Noppe, eine feste Masche, die fünfte Noppe, eine feste Masche und die sechste Noppe. Noch 9 feste Maschen.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und neun. Wir drehen das Ganze und häkeln 29 feste Maschen. Wir sind jetzt schon in Reihe 23 und jetzt werden die Noppen auch immer weniger. Und wir fangen hier jetzt an mit 11 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. Die erste Noppe. Eine feste Masche, die zweite Noppe, eine feste Masche, die dritte Noppe. Eine feste Masche und die vierte und die letzte Noppe in dieser Reihe. Jetzt noch 11 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. Wir drehen das Ganze und häkeln 29 feste Maschen. In Reihe 25 fangen wir an mit 12 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Die erste Noppe. Eine feste Masche, die zweite Noppe,
Nochmal eine feste Masche. Und die dritte Noppe. Jetzt wieder 12 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12 und häkeln jetzt in Reihe 26 wieder 29 feste Maschen. In Reihe 27 fangen wir an mit 11 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. Die erste Noppe. Eine feste Masche, die zweite Noppe, eine feste Masche. Die dritte Noppe. Eine feste Masche. Und die vierte Noppe. Elf feste Maschen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. Wir drehen das Ganze, haben gleich nur noch zwei Reihen mit Noppen und häkeln jetzt erstmal in Reihe 28, 29 feste Maschen. In Reihe 29 fangen wir an mit 13 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13, eine Noppe.
eine feste Masche und die zweite Noppe. Jetzt wieder 13 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13. Gleich haben wir nur noch eine einzige Noppe. Wir häkeln 29 feste Maschen. In Reihe 31 häkeln wir unsere letzte Noppe. Wir fangen an mit 14 festen Maschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 14, eine Noppe. Und wieder 14 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 14. Wir häkeln nochmal 29 feste Maschen. Am Ende der 32. Reihe angekommen, machen wir noch eine Wendeluftmasche, schneiden unseren Faden hier einmal ab, ziehen es raus und ziehen fest. Und somit ist unser Tannenbaum auch fertig. Es würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und einen Daumen nach oben da lässt. Und dann schreibt mir gerne eure Motivwünsche in die Kommentare. Und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Video. Bis dahin!